Ich bin also nicht im grünen Kaki da, sondern im Kasperleanzug. Ich finde das ja toll, dass die Berlinerinnen und Berliner ihre Kräfte für nächste Woche sparen, Samstag zur Demo Freiheit statt Angst. Gleichzeitig finde ich es ganz prima, dass trotzdem, wie ich hörte, relativ viele mitgelaufen sind. Ich bin eben gerade erst mit dem Zug angekommen, weil ich woanders was zu tun hatte. Deshalb hatte ich leider nicht die Freude, die große Menge an Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitzuerleben. Ich habe eine Zeit lang nachgedacht, was ich hier jetzt heute eigentlich sagen möchte, was ich nicht auch bei der Demo am nächsten Samstag erzählen möchte, bei Freiheit statt Angst. Und dann dachte ich mir, ich erzähle euch eine kleine Geschichte, die mir diese Woche passiert ist. Ich habe ein Seminar gegeben in Hattingen beim Bildungswerk. Und eine junge Dame rief mich an, Lina Simon, und teilte mir mit, auf der Rückfahrt von einer Veranstaltung in Kassel sei ihr aufgefallen, dass der Hashtag auf Twitter, Hashtag Prism, plötzlich nicht mehr zu gebrauchen sei. Er wurde geflutet, also unter diesem Hashtag veröffentlichte oder wies eine junge amerikanische Sängerin mit etwa 40 Millionen Followern darauf hin, dass sie im Oktober ihre Schallplatte Prism, das heißt Diamant, veröffentlicht wird. Und so Stück für Stück, immer nach und nach, gibt es weitere Hinweise und die Fans retweeten das. Und wenn man das nicht blockiert, ist der Hashtag Prism, also das eigentliche Thema Prism, was wirklich wichtig ist, statt die Musik und so einer Hupfdohle, wie ich jetzt mal herablassend sagen möchte, darf man ja eigentlich nicht. Es wurde halt völlig unbrauchbar. Und dann sagte ich, Mensch, das erinnert mich an einen Film, Wag the Dog. Ein Film, der sehr übertrieben darstellt, wie man ein Thema, was einem unangenehm ist, aus den Medien rauskriegt. Kurz die Story, der Präsident hat mit einer Schülerin, hat eine Schülerin gevögelt, jetzt erfindet man einen Krieg in, ich glaube es war Albanien, genau, damit das Thema aus den Medien rausgeht. Das klingt auch ganz gut. Und am nächsten Tag morgens, in dort lagen Zeitungen aus, gucke ich auf die Frankfurter Rundschau. Was finde ich auf dem Titelblatt statt Edward Snowden? Syrien. Also mit auch nicht etwa einer neuen Geschichte, außer wir legen uns jetzt noch härtere Manschetten an. Also fragte ich mich schon, Mama Mia, was bedeutet das? Einen Tag später gab es plötzlich den Hashtag FSA13, also der Hashtag, den wir für unsere Demo nennen, war geflutet mit den Informationen über eine Autoveranstaltung, also wirklich in Massen geflutet. Der Hashtag war quasi unbrauchbar. Und dann war man schon ein bisschen auf der Ebene, wo man dachte, komisch. Kurz danach rief mich Lena Simon an und sagte mit etwas bebender Stimme, also schickte mir eine SMS. Ich war ja ganze Zeit in Action und ich guckte aufs Handy und ging sofort los. Sie schrieb mir nämlich, ich habe Angst, den Verstand zu verlieren, weil plötzlich kommt noch so ein Ding, nämlich der Hashtag FSA13 wird geflutet. So war natürlich völlig klar, also natürlich war das keine Absicht, wenn man drei Buchstaben hat und das Jahr 2013, dann ergeben sich zwangsläufig Doppelbelegungen von Hashtags. Aber in dem Moment stellte sie fest und horchte einmal in sich hinein, was eigentlich da gerade mit ihr passiert, wie sie das Gefühl hat. Ja, ein Gefühl, das sie selbst beschrieben hat und das ich jetzt vorlesen will, wer diesen Text nachlesen will, erfindet sich auch auf dem Blog freiheitstattangst.de. Sie schreibt, heute möchte ich die Menschen außerhalb meiner Blase erreichen. Da das über meinen Blog nicht so gut geht, habe ich unten stehenden Text an diese Menschen meines Umfelds geschrieben, als ganz normalen Brief auf Papier und abgesendet, die ich sonst nicht so gut wie wir über Netze erreiche. Ich möchte euch mit diesem Text inspirieren, auch außerhalb eurer Bubble zu gehen und Leute zu erreichen, die nicht die ganze Zeit auf, es wächst kaum zu sagen, Facebook oder Twitter zu gucken. Sie schrieb einen Brief und er beginnt so. Liebe Freundinnen und Freunde, ich schreibe euch, weil ich Angst habe.
Angst vor dem Verlust von Individualität und Freiheit und Angst davor, dass ich mein Urteilsvermögen verliere. Seit Wochen hören wir eine Hammermeldung nach der anderen über die systematische Vollerfassung all unserer Kommunikationsvorgänge. Was bis vor kurzem als Verschwörungstheorie galt, ist nun traurige Gewissheit. Und wieder einmal frage ich mich, warum es niemanden zu interessieren scheint. Das Thema ist nicht so gut greifbar und verständlich, doch wir wissen, wer viel über andere Menschen weiß, kann sie manipulieren und kontrollieren. Seit ich nicht mehr weiß, was ich denken soll, erwische ich mich immer häufiger dabei, meine eigenen Verschwörungstheorien zu spinnen. Plötzlich begegnet mir überall der Verdacht, dass auch dort manipuliert wurde und dass ich auch hier nur an der Nase herumgeführt werde. Und je mehr Nachrichten von unmöglichsten Rechtsverstößen ans Licht kommen, umso glaubwürdiger werden diese Befürchtungen für mich. Nein, ich leide nicht unter Verfolgungswahn. Ich werde tatsächlich verfolgt. All meine Handlungen im Internet werden von einer nicht fassbaren Instanz verfolgt. Aber mehr weiß ich nicht. Während diese nicht greifbaren Personen alles über mich erfahren, werde ich im absoluten Unwissen gehalten. Und genau deswegen ist Überwachung so gefährlich für die Demokratie. Wie sollen wir noch souverän sein, wenn wir nicht mehr wissen, worauf wir uns verlassen können? Überwachung macht uns krank im Kopf. Die uneinschätzbare Kontrolle macht uns kaputt. Was wir jetzt erleben, ist nur der Anfang. Es kann dazu führen, dass mehr und mehr Menschen überall weiße Kaninchen sehen, weil wir nicht mehr wissen, worauf wir vertrauen können und worauf nicht. Und das lässt uns in Lethargie verfallen, weil uns egal ist, dass Demokratie und Freiheitsrechte mal eben im Vorbeigehen abgeschafft werden. Rechte, für die unsere Vorfahren ihr Leben riskiert und geopfert haben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob wir es uns damit schönreden, dass wir ja eh nichts daran ändern können, oder ob wir uns nicht damit beschäftigen wollen, weil es zu unbequem wäre, sich mal ein wenig damit auseinanderzusetzen, was unsere Gemeinschaft eigentlich zusammenhält. Wir tragen die Verantwortung dafür. Genauso wie die Bevölkerung Deutschlands damals die Verantwortung für die Machtübernahme Hitlers getragen hat. Die Menschen, wie meine Oma, die bis ins Alter behauptet hat, von der Judenverfolgung nichts gewusst zu haben. Unwissenheit schützt vor Verantwortung nicht. Genau das ist nämlich die Bedeutung von Demokratie. Damit haben wir eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten zu erfüllen. Unsere Verantwortung wahrzunehmen und unsere Freiheit zu verteidigen, das ist eine Pflicht. Wir behaupten, wir hätten aus der Geschichte gelernt. Doch das Niederlegen von Grenzen ist sinnlose Symbolik, wenn wir das Gelernte nicht anwenden. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir rein gar nichts gelernt. Aus dem Nationalsozialismus nicht und auch nicht von der DDR-Staatssicherheit. Wie man den Namen entnehmen kann, diente auch hier das Wort Sicherheit als Rechtfertigung für schlimmste Vergehen am Menschen. Überwachung führt zu Repression. Überwachung ist Repression. Und bald schon werden wir uns von späteren Generationen fragen lassen müssen, warum wir das zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht verhindert haben.
Wir müssen jetzt auf die Straßen gehen. Wir müssen dem Überwachungswahnsinn jetzt ein Ende bereiten. Und noch können wir etwas erreichen. Am 7.9.2013 auf dem Alexanderplatz in Berlin wird es eine Großdemonstration geben, gegen den Überwachungswahn geben. Ein großes Bündnis aus derzeit ca. 70 bis 80 Organisationen, übrigens aus der Mitte der Gesellschaft, hat dazu aufgerufen. So viele Gruppen bekommt man nur zusammen bei einem Thema, das alle etwas angeht. Ausreden zählen nicht. Wer an diesem Samstag nicht auf die Straße geht, wer nicht auf der Straße ist, darf nicht behaupten, aus der Geschichte gelernt zu haben. Es ist vielleicht noch nicht so für einzelne und weniger interessierte Menschen zu merken, aber es geht ums Ganze. Vielen Dank, Lena, für den wunderbaren Text. Sie steht dort drüben. Ein großes Bündnis organisiert an der Freiheit statt Angst. Wir haben uns im Vorfeld auch gestritten, wir haben überlegt über Termine, ist es richtig, es zwei Wochen vor der Wahl zu machen oder vielleicht doch lieber nach der Wahl. Es waren einige abstruse Argumente, einige sehr sinnvolle dabei. Wir haben uns entschieden, diesen Termin zu nehmen, weil wir möchten die Wahl beeinflussen. Bei dieser Demo werden auch Parteien teilnehmen. Ich finde das wichtig. Parteien gehören mit zur Demokratie. Sie werden nicht auf der Bühne stehen und reden. Es wird einen 60 Meter Kreis um die Bühne geben, in dem keine Parteifahnen sein werden. Keine Partei darf mehr als ein Fahrzeug mit 7,5 Tonnen im Zug haben und die Parteien werden hinter der Bürgerbewegung und die Gewerkschaften laufen. Das haben wir gemacht, um klarzumachen, es ist eine Demonstration, eine Veranstaltung der Bürgerrechtsbewegung, in der Parteien eingeladen sind und auch mitorganisieren dürfen, was auch einige mit großem Begeisterung und Elan tun, wofür ich Ihnen danke. Nutzt diese Chance, mit den Parteien vor Ort zu sprechen, wenn ihr wollt, oder zeigt einfach nur eure Plakate. Wir freuen uns über viele selbstgebastelte, über wenig vorgefertigtes. Und es gibt auch einen Basteltermin, geht auf unsere Website freiheitstattangst.de und da findet ihr alle Informationen, was ihr nicht findet, beantworten wir per Mail. Vielen Dank und ich freue mich auf nächsten Samstag.